Hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, heute ist das Let's Play. Vorher kam ja schon die Let's Build-Folge. Ich habe mir noch keine Gedanken gemacht, denn ich nehme das gerade direkt nach dem anderen auf. Oh, ist der Sound laut. Ah. Ich nehme das nämlich direkt gerade nach dem anderen Video auf. Die, die das gesehen haben, wissen jetzt, wovon ich rede. Sorry dafür noch. Immer noch. Sorry dafür. Immer noch keine Idee. Wahrscheinlich werde ich es halt selber nicht fertig bauen, weil es ist unlogisch. Dann kann ich es einfach aufnehmen und daraus dann ein Speed-Bild machen. Es ist immer noch so scheiße eingestellt. Ich habe doch gerade die Spieloption umgestellt. Grafikeinstellungen. Geht das jetzt? Ich hätte jetzt ganz gerne. Ich möchte. Ja, das meine ich halt. Ich habe Grafikeinstellungen Ultra drin. Aber irgendwie sehen die halt immer noch nicht so ultra aus. Ne? Manche Sachen sehen ultra aus, aber manche nicht. Manche sahen schon immer ultra aus. So, wir sind hier. Wir haben ein bisschen Umstyling gemacht. Genau. Was war das? Haben wir jetzt das schon drin? Was ist das da für ein Zeichen, Leute? Was ist das? Was war das? Was hast du bekommen? So, genau. Und du wirst auch schon bald Rentner, ne? Genau, ihr wisst es ja. Genau. Der Ben und die beiden. Nein. Der Sebastian und die beiden Kinder Ben und Laura werden ja in das Eco Living Let's Play gehen. Genau. So, wann wird der Alter? Ich hätte mir gedacht, dass er vielleicht noch Teenager wird. Ja. Teenager, ist das blöd? Ist das blöd? Ist gut, glaube ich, ne? Ja. Ja, komm. Wer backt einen Kuchen? Du bist Bäckerin. Du darfst das machen. Oh, wer hat die da hingestellt? Das nimmt uns den ganzen Platz weg, weil ich meinte, dass ich ja das vollstellen muss. Ist das Kochmenü neu? Ja, das Kochmenü ist neu, ne? Du hast schon Kochen Level 3. Ich will nichts kochen. Ich will nur eine weiße Torte machen, ja. Ach, du bist noch da. So. Räum du mal alles weg. Leg das mal weg, ey. Leg das mal alles weg. Und was ist mit dir falsch? Welche Mods? Oh nein, weil ich die Mods nicht aktiviert habe. Die Mods sind aus. Die Mods sind aus. Ich hasse es. Sie hat jetzt halt kein Outfit mehr, weil die Mods halt. Die hat es halt völlig verkackt, die Mods, ey. Ah, oh, die Mods haben es verkackt. Oh. Wegen dem Patch, die Mods sind alle aus. Hat es dir bei dir auch was verschlagen? Nee, bei dir nicht. Aber bei dir ganz viel, ne? Du bist auch komplett kaputt, habe ich recht. Oh, das hat es komplett verschlagen jetzt. Die Mods sind halt alle deaktiviert. Bitte nicht. Oh, sie hat jetzt kein Outfit mehr an. Oh Gott. Ich muss die Mods schnell wieder aktivieren, sonst. Auch wenn ich neu starten muss, aber trotzdem. So, die benutzerdefinierten Inhalte sind nicht mehr da. Warum sind die nicht mehr da? Warum habe ich die benutzerdefinierten Inhalte nicht mehr drin? Der Patch hat mir alles kaputt gemacht, nicht im Ernst. Der hat doch nicht die Mods gelöscht, oder was? Oh, ich könnte jetzt schon ausrasten. Alles gut. Ich beruhige mich. Bitte nicht. Es ist mega creepy. So, du backst den Kuchen gerade. Wir haben immer noch keine WG-Mitbewohner. Lad ihn doch mal ein. Nee, keinen Wohnungsschlüssel geben. Mitbewohner. Bitte neuer Mitbewohner zu werden. Ja, dann werdet mal gute Freunde. Achso. Hast du schon gekündigt? Ja, genau. Er hat gekündigt. Er wird Umweltschützer. Ich weiß nicht, gibt es neue Karrieren? Ja, es gibt neue Karrieren. Ja, genau. Es gibt neue Karrieren. Deswegen, du wirst das machen. Und als Teenager. Ach, die. Fertig. Perfekt. Dann fügen wir Geburtstagskerzen hinzu. Dann feiern wir jetzt Geburtstag im Staffelfinale.
glaube, wir machen einfach Pusten, ne? Oder machen wir noch eine Prestige-Veranstaltung? Nee, wir machen einfach ein gesellschaftliches Ereignis ohne Prestige-Veranstaltung. Also, wir wählen kein Prestige, sondern... Also, wir wählen das nicht mit dem, genau, Prestige, dass wir die Aufgaben kriegen, sondern wir nehmen eine Geburtstagsparty. Wir haben keine Aufgaben, weil ich habe jetzt halt einfach keinen Bock. Geburtstagssim. So, Ben, du sollst altern. Gäste. Keine Ahnung, ich wähle einfach die Leute aus. Caterer. Sie kann Catering machen. Nee, wir brauchen keine Caterings. Wir wollen jetzt einfach nur feiern. Wir bleiben bei uns zu Hause, hatte ich mir überlegt. Also wir gehen jetzt hier nicht in Nachtclubs oder so, sondern... ja. Du als Geburtstagssim kannst ja mal die Kerzen auspusten. Ups. Stopp. Ich bin noch nicht bereit zum Bild machen. Ich schalte mal kurz rüber. Damit wir da ein gutes Bild bei rauskriegen. So. Ben ist älter geworden. Ich sehe ihn schon. Gut. Du möchtest definitiv irgendwas mit Natur machen. Wir werden dir jetzt einfach mal Naturbestreben geben, was später wieder geändert wird. Und was wirst du... Ah, ich will jetzt noch nichts nehmen. Du musst kein... Er braucht kein neues Merkmal. Er braucht kein neues Merkmal? Lol. Ich muss ihm kein neues Merkmal geben. Er braucht kein neues Merkmal. Aber was mache ich denn jetzt, wenn er ein neues Merkmal haben soll? Ich werde das definitiv dann bearbeiten. Aber er braucht einfach kein neues Merkmal. Ist das ein Bug? Ich glaube, ich habe einen Bug gefunden. Was habe ich getan? Ich habe Sims gestartet. Wobei ich doch weiß, dass doch ein Fehler mit dem Patch gekommen ist. Ach nee, warte. Da gab es bestimmt schon Hotfix, oder nicht? Ah, sonst zerschlägt es mir die Spielstände. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich werde mir erstmal bewusst gerade, dass ich Scheiße gebaut habe. Ist er noch da? Eigentlich ist das ja seine Uni-Zulassung, ne? Aber irgendwie können wir ihm das nicht geben, so. Er hat kein neues Merkmal bekommen, ja gut. Er wird nämlich als Teenager in das neue Let's Play gehen. Was ist los mit ihm? Was geht jetzt los? Okay, okay, okay. Was ist... Ah, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja. Ah, ist das nicht scheiße. Jetzt verstreiten die sich. Na gut, aber jetzt soll es so sein. Dann würde ich sagen, zanken die jetzt mal ein bisschen miteinander, ne? Du hast, glaube ich, mit der, ne? Dann tu das nochmal, denn dann wollen wir jetzt mal so richtig... Dann wollen wir jetzt so übertreiben. So, da machen wir jetzt mal ein bisschen Stress. Gut, das kommt nicht gut an. Jetzt macht mal Stress. Tja. Dann gibt es wohl ein paar Probleme. Dann verzankt euch mal noch ein bisschen. Ich finde das eigentlich jetzt ganz lustig, weil ich glaube, es soll so sein, ne? Dann... Sollen wir das schon wählen? Nein, erst noch ein bisschen Stress machen, ja.
Ja gut, dann ist das jetzt so. Kurz vorm Umzug heute, letzte Folge. Und jetzt kommt's. So, genau, ja, das war jetzt ein bisschen hart, aber wir werden jetzt ja auch eh umziehen, deswegen. Ich würde sagen. Nee, wo ging das nochmal? Nein, wir verlassen jetzt den Haushalt, würde ich sagen. Wir nehmen jetzt. Genau, wir hauen jetzt ab. Wo geht das nochmal? Hier nicht. Achso, wir können nicht. So, ja, wir beenden das mal vorzeitig, denn wir hauen jetzt ab. Achso, du kannst wahrscheinlich nicht weggehen, genau. Aber du kannst weggehen, ne? Haushalt verlassen und umziehen, ja. Das machen wir jetzt. Jetzt wird umgezogen. Wir verlassen den Haushalt. Wir nehmen das Geld erstmal mit. So, genau. Wir verlassen das Haushalt, den Haushalt jetzt einfach mal. Und ja, wir platzieren die mal. So, umziehen, ja. Ich würde sagen, die können schon mal. Wollen wir die schon mal einziehen lassen hier? Aufs Modern Echo oder wo wollen wir die hinpacken? Ja. Dann können die hier nämlich schon mal hinziehen, ja. Also, weil es keine Möbel gibt. Gut, dann würde ich sagen, dass wir jetzt einfach noch ein bisschen weiter bauen. Aber ja, wir haben uns jetzt schon mal von dem Haushalt getrennt, ne? Ja, die sind natürlich jetzt alle ein bisschen traurig, ist klar. Ja, wir werden cheaten für diese Baureihe. Das ist jetzt einfach so, weil wir hatten nicht die Zeit, uns ein Budget aufzubauen. Das ist einfach so, das ist einfach Fakt. Nein. So, genau, wir legen jetzt los mit dem Let's Build weitermachen. Dann war das jetzt vielleicht meine Idee oder so, keine Ahnung. Nein, die Idee habe ich jetzt spontan gezogen, weil einfach die Idee her musste. Und dann habe ich mich dafür entschieden, das jetzt so zu machen. Seht ihr ja. Ich hoffe, das ist okay für die, die dann Let's Play gucken. Vielleicht gibt es auch welche, die nur Let's Play gucken. Aber was ist das eigentlich für eine Option? Aha. Ah, dann platziert der es ein. Das ist ja cool. Das sieht interessant aus. Ja, das ist cool. Das ist praktisch. Nein. Aber damit arbeiten wir nicht. Wir arbeiten mit einzelnen Fenstern. So. Gut, dann fangen wir mal an. Mit der ersten Einrichtung des ersten Raums. Oder wir bauen erstmal Türen. So. Wir nehmen ganz normale Glastüren. Oder wir nehmen diese Tür. Oder wir nehmen die aus Tiny Houses. Die ist auch cool. Ah, das ist eigentlich keine Tür so zum Durchgehen, aber vielleicht hier noch.
Weil die kommt besser mittig so. Wo ist denn die eine Tür, die ich gerne mag? Die ist es, genau. Die in schwarz. So. Hier ist die Küche und von der Küche aus kommen wir auch ins Wohnzimmer. Oder wir bauen das so, dann kommen wir von da aus auch ins WC. Ja. Ja, genau so machen wir es. Und dann wollen wir jetzt erstmal Lichter setzen als erstes. Ja, erstmal so ein paar Leuchten. Ja, wir haben jetzt auch hier das Strom-Update erhalten. Die Lampen sind alle sehr schlecht, was die Stromwerte angeht. Oder ist der besser? Nein, der ist nicht besser. Die Lampe ist sehr gut. Die hält so die Räume sehr auf. Weil wir brauchen ja zum Bauen viel Licht. Und das bekommen wir hier auch. So, jetzt können wir mal einen Boden setzen. Im Eingang dachte ich vielleicht an sowas in schwarz, aber wir wollen ja auch nicht komplett schwarz nur. Ich würde sagen, wir werden jetzt auch das erste Mal mit dem Leitern-Update arbeiten. Weil ich glaube, das ist für die Kinder auch cool, oder nicht? Oder was meint ihr? So kommen wir dann hier nämlich nach oben. Das ist praktisch, aber ich glaube, wir nehmen eine andere Farbe. Wir wollen ja nicht nur schwarz nehmen, wir werden auch weiß arbeiten. Also das ist weiß. Dann finde ich die aber in schwarz schöner, ne? Ja. Ne, so muss ich schon, ja. So, genau. Und was nehmen wir im Eingangsbereich für eine Wand? Es soll einladend wirken. So, ist der jetzt... raus? Geht der noch? Ja. Achso, mein Kopfhörer ist nur beschädigt. Ja, jetzt geht das wieder. So, es soll ja auch ein bisschen einladend wirken. Nicht nur blöd und öde. Wir werden so an den Wänden ein bisschen knalliger sein, auch habe ich mir überlegt. Damit das auch für die Kinder ein bisschen angenehmer ist. Und im Flur finde ich immer so neutral ganz schön, wobei ich das Braun echt mag, ja. In der Küche sind vielleicht Fliesen angebracht. Ich bin ja so ein Fan von diesen Fliesen. Ja, Fliesen gibt es auch noch nicht so wirklich schön. Ne? Ich glaube, da sind wir auch alle derselben Meinung. Die finde ich gut. Ja, die nehmen wir. Definitiv die. Die nehmen wir im Bad auch, ja. Im Wohnzimmer bin ich ja immer so ein bisschen Parkett oder Holzboden. Oder tatsächlich auch irgendwie sowas. Also Teppich. Teppiche können auch gut aussehen. Ich glaube, Wohnzimmer würden die Kinder... Nee, so ein Rot ist nicht gut. Ich glaube, sowas ist vielleicht gar nicht so schlecht. Ja. So, jetzt wollen wir mal bei den Wänden schauen. Ich denke mal, wenn man da jetzt wirklich einfach mal was Weißes nimmt, ist das nicht schlimm. Ich glaube, das sieht schon ganz gut aus. Was war da denn noch drin? Ach ja, genau, da war das Badezimmer drin, ja. Und da kommt ein Wintergarten rein mit Esszimmer. So, dann in der Küche, was nehmen wir als Wand? Ich weiß nicht, ob da auch Fliesen gut aussehen oder ob das blöd ist. Vielleicht diese in Grau, ja. Die nehmen wir dann im Bad auch. Im Wohnzimmer, was nehmen wir denn im Wohnzimmer? So, nee. Was nehmen wir denn mal im Wohnzimmer? Ich finde sowas schön. Irgendwie ist das schön. Das passt irgendwie auch so ein bisschen zu Eco-Living, ja. Ja, das nehmen wir. So,
Dann fangen wir mal an, das Wohnzimmer einzurichten, würde ich sagen, oder nicht? Doch. So, ja. Wir können uns natürlich jetzt hier so einen dicken Fernseher gönnen, ja. Das tun wir auch, würde ich sagen. Auch wenn es hier ja nachhaltig leben heißt. Wir sollten uns schon ein bisschen gönnen. Und Musik hören. Tun wir auch öfter mal. Also habe ich den noch an, ja. Vielleicht so eine kleine Anlage, einfach hier so zum Draufstellen. Ah, die will da nicht drauf, dann schiebe ich da die hoch. Ups. Wartet mal, so ein bisschen kleiner. Kleine Anlage. Wie ging das nochmal mit 9? Ups, dann bin ich gefahren. Genau. Ah, ich weiß, glaube ich, jetzt wieder wie. Steuerung 9. Schwebt jetzt. Oh ja. Dann noch einmal Steuerung 0. Ah, ich glaube, perfekt lässt die sich nicht platzieren. Ja, dann einmal 9. Nee, kommt, Leute, die muss weg. Das passt nicht. Wenn die da nicht draufstehen will, dann will die da nicht draufstehen. So, dann kommen hier einfach so zwei Dinger hin, damit es ein bisschen realistischer aussieht. Was ist das denn? Aha. Ja, so. Genau, das passt schon. Ja, so groß brauchen wir das auch alles nicht, denn wir werden uns ja auch nicht so viel im Wohnzimmer aufhalten. Ist das schön? Ja. Ich glaube, so ein Dings schön so mit der Shortcut-Taste B kommen wir hier direkt rein und können hier direkt mal etwas auswählen. Hat nicht geklappt mit Auswählen. Ich hasse es. So, Blumenkind wählen wir mal aus. Und dann brauchen wir nochmal Halbwandleisten. Wo gibt es die? Gibt es die hier? Ja. Die sind schön. Ja, nee, 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 die sind nicht schön. Grün. Die vielleicht so in weiß, ja. Perfekt, dann gehen wir eben wieder ins Wohnzimmer. Ein Sofa ist da. Hey, sowas ist vielleicht auch schön, so ein bisschen nachhaltig. Ja. Und ein Zimmerpflänzchen gehört da auch drauf. Ja. So, dann müssen wir mal bb.showhiddenObjects anmachen. Dann können wir mal kurz in den Debug gehen. Hat nicht geklappt. Testing Sheets 2. Nochmal. Testing Sheets. Und dann bb.show hidden objects. Oder haben sie den weggemacht? Nee, nee, nee. Dann haben wir hier nämlich zum Beispiel auch solche Räume, einfach vorgefertigte, können wir so platzieren. So, nein, was ich jetzt wollte, ist hier hin und dann einmal bitte in den Debug. So. Denn manche werden sicherlich auch die Fernbedienungen suchen, die man ja im Debug findet. So kommt ihr ins Menü. Ihr müsst ein paar Dinger hochscrollen. Nee, oh, das ist Live-Edit. Achso, das sind Live-Edit-Objects. Dann wartet mal. www.show-Live-Edit-Objects. Genau, dann nochmal hoch. Weil dann müsste es klappen, wenn wir nochmal neu suchen. Nochmal neu in den Debug gehen. Dann findet der das auch, ne? Ja, jetzt lädt der auch schon wieder ein bisschen länger. Aber so sieht das jetzt aus, wenn die da sind. Dann müssen wir hochscrollen oder wie war das? Nein. Wo finden wir die Dinger noch? Gestern ging das noch. Warum geht das denn heute? Doch, da sind sie. Genau. Da sind Fernbedienungen. Wenn ihr eine Fernbedienung sucht, ich habe die immer gesucht und nie gefunden. So, dann haben wir hier auch eine Fernbedienung. Und hier können wir noch mehr Kram rausholen. Also. Und dann haben wir hier vielleicht noch so Teller.
Und eine Schüssel. Ja. Gut, genau. So können wir das Wohnzimmer, denke ich mal, erstmal lassen. Dann gehen wir mal in die Küche, ja. Wir machen das jetzt alles ein bisschen schneller, weil das jetzt ja schnell fertig werden muss. So, dann nehme ich den. Ja, das ist im... Wenn ihr automatische Theken aus habt, habt ihr dieses Menü, also hier einfach automatische Theken deaktivieren. Dann habt ihr das über so ein Menü und dann könnt ihr da auch ganz andere Thekenformen auswählen, die ihr noch gar nicht kanntet vorher, denke ich mal. Ja, wir wollen uns ja hier nicht... Wir wollen ja hier nicht sparen, also nehmen wir das. Und so einer... Hier kommt noch eine Spüle rein. So, das sieht gut aus. Ja, eine Spülmaschine brauchen wir nicht. Die ist immer Verschwendung oder eher gesagt Schwachsinn. So, was können wir denn hier noch reinpacken? Eine Kaffeemaschine darf niemals fehlen. So, ja, ihr merkt schon, hier ist echt aktuell Schnelldurchlauf. Hauptsache, die Sachen sind da, die wir brauchen. Ja, ihr merkt das. Ja, wollen wir gleich so eine Müllpresse holen? Nein, nein, nein. Wir verkaufen unseren Müll. Wir sind ja nachhaltig. So, dann kommt hier das WC rein. Ihr merkt, das ist hier mega Speed. Aber das muss jetzt mega schnell fertig werden. Für Accessoires und so haben wir dann später Zeit. Aber haben wir jetzt aktuell keine Zeit. Wir müssen das jetzt einfach schnell eingerichtet haben. Und dafür nehme ich mir jetzt einfach mal die Zeit. So. Schwarz ist das ja. Das sieht jetzt halt ganz blöd aus, aber das muss jetzt halt echt mal ein bisschen drunter leiden. Die Optik. Auch wenn das Haus sehr schön sein könnte. Da kommt das Esszimmer rein, vielleicht. Ein bisschen weiß. Die Kinder bekommen oben ihre Zimmer. So, eine Lampe reicht. Man muss lernen, dass Licht nicht zu viel sein muss. Ja, und hier zack, purer Ausdruck. Und dann kommt hier jetzt einfach ein Esszimmer rein. Ohne viel komplizierten Müll. Krempel, Kram. Ist der neu? Keine Ahnung. Den nehmen wir. Und dazu bauen wir noch ein paar Stühle. Ja, ich nehme jetzt immer das Erstbeste, was ich hier sehe. Ups. Hat das jetzt geklappt? Ja. Und zack, dann muss das fertig sein. Dann sitzt es ja. Fenster kommen gleich noch, alle rein. Eingangsbereich, den mache ich später noch schön. Jetzt müssen wir hier nach oben gehen. Beide Kinder bekommen jetzt eigene Zimmer. Jetzt ist es mal soweit. Da kommt das erste Kinderzimmer rein. Da das zweite. Elternbereich. So, jetzt erstmal Türen setzen, alles, was in diesem Modus gemacht werden muss. Ja, wird heute mal ein längeres Video, Video in Überlänge, aber macht nichts. Dafür nehme ich mir jetzt die Zeit und dann ist das fertig und dann haben wir es, ja. Und dann können wir morgen direkt in das neue Eco-Living, in Eco-Lifestyle, oh, sorry. Wenn ich das schon Englisch nennen soll, ich es auch richtig nennen, ne? Ja, ich finde aber Eco-Living ist noch besser als Eco-Lifestyle. Oh. So, Böden habe ich mir jetzt einfach überlegt, mal was Weißes zu nehmen. Nee, habe ich mir nicht überlegt. Habe ich mir jetzt einfach mal ganz schnell überlegt. Ja, WC fehlt hier noch. Egal, wir haben kein WC. Die Kinder bekommen was Wildes in ihre Zimmer, beziehungsweise einer ist ja kein Teenager mehr. Ist ja jetzt Teenager so. Und die Kleine bekommt das hier in Pink oder so, so rot. Ein Traum in Pink. Und was nehmen wir hier für die Mitte? Zack, was Rotes. Und hier kommt sowas rein. Ja, nein, ich habe mir jetzt gerade Gedanken gemacht. Ich habe nicht blind gedrückt. Also ich finde das so schön. Nicht, dass ihr jetzt denkt, ich drücke nur noch einfach. Das tue ich nicht. Ich nehme nicht das Erstbeste. Ich nehme das, was ich gerne hätte. Achso, das hatten wir übrigens auch schon im alten Kinderzimmer. Fällt mir gerade auf. Dann kommt hier jetzt weiter ein gelbes Zimmer rein. Dann wird das wohl die gleiche Einrichtung bleiben. Naja, macht ja nichts.
So. Nur, dass wir jetzt inzwischen hier nicht mehr so viel brauchen, sondern eher einen Schreibtisch brauchen. Warum nicht direkt so einen dicken? Ich werde mal schauen, ob ich mir Mods installiere, mit der man die Schule beenden kann hier in Sims, weil ich nicht so viel Zeit für die Schule habe hier. Also Sims Mods, mit denen die Sims dann nicht mehr zur Schule bauen. Sowas gibt es, das weiß ich auch. Aber wo es das gibt und was das nochmal war und wie ich das kriege, weiß ich jetzt nicht mehr. Aber ich meinte, dass ich das mal flüchtig gesehen habe. Also ich scroll ja gerne mal rum. Ist das überhaupt noch für, ja gut, für Teenager? Wir nehmen mal hier das aus Hunde und Katzen und soll ja auch mal ein bisschen was anderes nehmen, außer immer das Space Game Zeugs. Okay, eigentlich hätte er besser das Zimmer haben können, weil sie braucht noch mehr Platz, als ein Kind ist. So, eine Geige fürs Geigen hat sie Zeit. Die Pfadfindertafel hat sie vergessen mitzunehmen. Dann gebe ich ihr eine neue. Und weil wir hier im Flur noch viel Platz haben, kommt hier so ein bisschen so ein zentraler Punkt für Spielsachen hin, wo man dann Spielsachen findet. Und ja, so. Ah, die Teddybären sind auch noch im alten Haus. Auch wenn er ja eigentlich hier keinen mehr braucht, trotzdem möchte ich ihm jetzt echt gern nochmal so einen geben. Weil ich das irgendwie schön finde, wenn die Teddybären immer noch mit dabei sind. Der war auch mit dabei. Sie bekommt auch einen. Sie bekommt zwei solche, dafür keinen großen, weil dafür kein Platz ist. Die passen immer auf. Können wir die zu ihr drehen? Ja. Guck, die passen auf. So, gut, jetzt, ups, noch nicht. Gleich sind wir fertig, Leute, ja. Gleich sind wir fertig. Auch nochmal ein ganz großes Sorry an euch, dass ich zu Pande war, um das jetzt hier ordentlich alles fertig zu kriegen, weil ich habe einfach nicht nachgedacht, dass ich ja vielleicht was auf dem Sendeplan stehen habe, was gemacht werden muss. So, nee, dafür ist kein Platz mehr hier drin. So, fertig. Da kommt jetzt noch was rein, weil der Platz da ist. Nee, das sieht blöd aus. Wenn wir das da reinpacken, gibt es den nicht auch als einen Block? Als Mini-Variante? Ja, guck, Leute. Zack. Und fertig geworden ist das Haus noch nicht, weil die Fenster noch fehlen. Oh. So, dann sind wir jetzt nur noch im Baumodus, nicht mehr im Kaufmodus. Auch wenn ich den Kaufmodus auch immer als Baumodus bezeichne, auch wenn der Kaufmodus kein Baumodus ist. So, das hätten wir. Dann wollen wir jetzt hier noch Fenster platzieren, ne? Der Wintergarten ist komplett mit Fenstern, hatte ich mir überlegt. Wirklich mal ganz konkret nur Fenster. Oder zumindest so eine Art nur Fenster. Ja, der Garten, der wird kommen. Aber für den Garten habe ich jetzt natürlich auch aktuell keine richtige Zeit, um den zu bauen. Ja, das wird jetzt einfach mal echt ein längeres Video. Nein, ich jammer nicht mehr rum. Ich bin immer noch motiviert, nur so zur Info. Ja, ich hoffe, das Video gefällt euch, weil das ist ja natürlich viel Arbeit gewesen, das aufzunehmen. Von wo aus gehen wir da rein? Na, jetzt kriege ich die Tür. Ja, das ist meine Maus, die kaputt ist. So, ich gehe immer gerne in diesen Modus, um die Fenster zu platzieren. Was wir für Fenster nehmen, weiß ich nicht. Was da jetzt modern dran ist, weiß ich auch nicht. Aber so heißt die Reihe einfach nur. Ah, haben wir für Fenster noch Zeit? Ja. Jetzt haben wir für alles noch Zeit. Weil ich mir jetzt halt die Zeit nehme. Oh, jetzt ist der Bug da. Ich wusste, dass der Bug kommt. Oh. Geht das jetzt? Weil das meine ich eben. Bisschen ranschieben und zack. Bitte, lass es platzieren.
Ah, das geht jetzt nicht so. Doch, jetzt geht das. Ah, das ist halt der neue Patch. Ah, so. Da hätte ich gedacht, vielleicht diese familienfreundlichen. Gibt es die nicht auch in Elternfreunden? Habe ich recht? Ja, das Problem ist, jetzt kann man die nicht mal mehr nebeneinander platzieren. Doch, immer noch. Hier mit schicken Ausguck. Das sieht doch gut aus, oder nicht? Ups, da fehlt noch was. Das Badezimmer ist noch nicht drin. Das Badezimmer kommt dann in der nächsten Folge. Das baue ich später noch schnell rein. Ja, ich platziere jetzt einfach wild random Fenster. Hauptsache, wir haben Fenster. Oben fehlen die Fenster noch. Eigentlich könnte das voll gut aussehen, ne, Leute. Das Haus ist eigentlich voll schön, finde ich. Es könnte eigentlich voll schön aussehen. Ah, oh, da habe ich es durchgebuggt. Ich hasse solche Bugs. Wer hasst auch alles Bugs von euch? Da kommen auch noch Fenster rein. Und da auch noch. Hauptsache, wir haben jetzt ein paar Fenster drin, habe ich mir gedacht. Ja, das Verschönern kommt dann bald noch. Wir können ja vielleicht irgendwann, wenn ich mal die Zeit dafür habe, das nochmal ordentlich machen. So, jetzt werde ich schauen, ist das die Version? Es zeigt mir nicht mehr an. Oh, ich liebe Bugs. Leute, ich liebe Bugs. So. Ja, in der nächsten Folge werden wir hier einziehen. Dann sind wir auch schon in Echo Living. Ich werde jetzt schon mal abspeichern. Ja, hochladen kann ich nicht. Aber ich werde es abspeichern. Betten hat es 3. Ein Badezimmer. Vielleicht werde ich es bald mal hochladen. So, das Echo Living. Egal. Ich speichere das und damit werden wir dann wegziehen. Ich werde das nochmal verschönern. Und Leute, macht's gut. Bis dann und tschüss.